The National mit Lit Up. Und bei mir im Studio ist er schon, Mr. Bin Windisch. Heimatkunde subversiv. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Berliner Geschichten von kleinen Leuten und ihren großen Taten. Morgen am 3. Oktober ist Feiertag, das habt ihr mitbekommen, und zwar, weil zum 22. Mal der Tag der Deutschen Einheit begangen wird. Bevor es 1990 zur Deutschen Einheit kam, wurde bereits am 1. und 2. Oktober 88 eine besondere Deutsche Einheit gefeiert, denn Rio Reiser, vormals Sänger der Band Tonsteine Scherben, gab zum ersten Mal in Ostberlin gleich zwei Konzerte. Höhepunkt wurde dann oftmals der Song Der Traum ist aus, bei dem die Wut der 6000 Besucher über die Verhältnisse in der DDR offensichtlich wurde. Darüber wollen wir jetzt mehr erfahren von Win Windisch. Er macht subversive Stadtführungen in Berlin, unter anderem auch zur Geschichte der Proteste in Ostberlin. Hallo, schönen guten Tag, Win, erstmal. Guten Tag. Der Traum ist aus, den Song kennen vielleicht viele. Du hast uns jetzt aber nochmal eine andere Sicht auf dieses Lied mitgebracht. Was für ein Song ist das denn aus deiner Sicht? Was ist da so wichtig dran? Also das ist einer der ganz bekannten Songs natürlich von Tonsteine Scherben. Das haben die Anfang der 70er Jahre rausgebracht, als sie eine bekannte Band wurden von Berlin-Kreuzberg aus. Das war ja dann sowas wie die bekannteste Protestband eben. Und die haben das halt damals für die Verhältnisse in der Bundesrepublik geschrieben. Rio Reiser, der Sänger. Und entwickelt da so einen Traum. Er sagt, er wacht auf und er hat von einem anderen Land geträumt, und das ist sozusagen seine Utopie, wie eine gerechte und friedliche Gesellschaft aussieht. Und er sagt aber auch, jetzt ist der Traum aus, ich bin aufgewacht, aber ich will aber auch für diesen Traum kämpfen, dass er kommt. Ich will nicht warten, dass es jemand anders macht, ich will dafür kämpfen. Mhm. Und das ist sozusagen dieses Träumende und Rebellische, das war damals das Besondere an dem Song, gegen Original 9 Minuten lang, in den Live-Versionen ist dann kürzer. Mhm. Und das war also einer von den Songs auf der Platte Keine Macht für Niemand. Ein Song, der mit wahnsinnig viel Soul auch eingesungen ist, finde ich. Wie er immer so ruft, ich würde alles geben, dass er wirklich kein Wirt. Da kriegt man eine Gänsehaut eigentlich jedes Mal beim Vortrag. Jetzt wurde der Song, aber das hast du ja jetzt als Geschichte mitgebracht, 17 Jahre später auf einmal in der DDR aus tausenden Kehlen mitgesungen. Mhm. Wie kam es dazu? Denn in der DDR durfte ja eigentlich nicht jeder auftreten, und dass Rio Reiser es geschafft hat mit dem Protestsong rüber, das ist ja fast schon verwunderlich, oder? Richtig, richtig. Also jemand wie Udo Lindenberg, der hat ja zum Beispiel auch ganz lange gebraucht, bis er mal auftreten konnte und so. Und in den 80er Jahren, da gab es dann 1987 großes Berlin-Jubiläum. Haben wir jetzt auch gerade wieder Berlin-Jubiläum. Damals gab es in Ost und West so Feiern. In West-Berlin gab es zum Beispiel große Konzerte, David Bowie, Genesis und so waren da. Das wollten die Ost-Berliner auch hören, weil West-Musik war sozusagen interessant. Es wurde immer auf die eigene Art aufgenommen. Die rebellischen Jugendlichen, die wollten sich halt nicht, sozusagen Jugendliche wollten sich nie anpassen in der DDR. Musik war für sie wichtig, Jeans und sowas, das waren auch die zukünftigen Arbeitskräfte. Die DDR wollte gerne das kontrollieren, Jugendliche haben immer rebelliert, und die haben zum Beispiel auch schon damals, waren die beim Brandenburger Tor, um diese Konzerte zu hören, und die haben auch rebelliert da ein bisschen, haben gesagt, die Mauer muss weg und so. Mhm. Hat man gesehen, okay, jetzt müssen wir endlich mal Konzerte zulassen. Mhm. Und deswegen kam es dann im Jahr danach, 1988, zu einigen Konzerten. Und das war in der Werner Seelenbinderhalle. Ist heute wo des Velodromes, Prenzlauer Berg, war damals so eine bekannte Halle, haben 6000 Leute reingepasst. Da hat zum Beispiel Depeche Mode vorher schon gespielt, und dann kam es auch dazu, dass Rio Reiser kommt, so ein unberechenbarer Geist, und einer, der auch eben eigentlich schon Songs gesungen hatte wie Keine Macht für Niemand, wo er die Bundesrepublik kritisiert hat, aber auch gesagt hat, im Osten, da gibt's auch Herrschende, und wo er klar gesagt hat, dass er nicht dafür ist, und das war also schon ein Risiko, den einzuladen, aber man hat da gedacht, wir müssen jetzt irgendwas tun, damit uns die Jugendlichen nicht ganz entgleiten. Mhm. Und unter Umständen hat man also in den verantwortlichen Stellen eben auch seine Kritik dem Osten gegenüber ausgeblendet, denn auf den ersten Blick erschien er ja wahrscheinlich wie jemand, der den Westen kritisiert und insofern vielleicht sogar ein Vorbild werden könnte für die Ostjugend, damit die gemeinsam den Westen kritisieren können. So einfach war es dann aber doch nicht. Ja. Der Traum ist aus ist ja einer von vielen guten Scherben-Songs. Mhm. Warum ist der jetzt ausgerechnet zum Höhepunkt geworden? Hat man mit diesem Song dann das Gefühl der anwesenden Menschen gut transportieren beziehungsweise vertonen können? Mhm. Also als der Rio Reiser dahin kam, muss man erstens sagen, die Leute kannten schon die Texte. Ne? Ja. Sowohl, der war dann bekannt in Westdeutschland, König von Deutschland, solche Songs. Mhm. Aber auch sozusagen, es gab Punks und alles mögliche, die so sozusagen auch die ganzen Songs von davor kannten. Und Keine Macht für Niemand, den Song durfte er nicht spielen. Da hat er sich dran gehalten. Ja? Hat aber natürlich andere Songs gehabt, wo gerade
Leute in Ostdeutschland immer auch zwischen den Zeilen lesen konnten. Und dann kommt aber am Ende dieser Song und da gibt es dann so zwischendrin eine Zeile, das hatte er so damals mit voller Wut schon in den 70ern gesagt, also gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß nur eins, da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. Ja, mhm. Das ist dann, und diese Zeilen, die werden viermal wiederholt. Mhm. Das war damals, und das war für ihn wichtig in den 70er Jahren. Ne? Und dann auf einmal aber, siehst du, nehmen das die Leute auf für sich, für ihre Verhältnisse in der DDR. Und er hat dann gesagt, die Leute haben das mehr mitgebrüllt als mitgesungen. Die wussten, was kommt. Und wir spielen ja den Song nachher gleich. Und dann kann man schon hören, wie die Leute immer mehr mitsingen. Und da geht's total ab. Und da kriege ich dann eigentlich auch eine Gänsehaut. Mhm. Ne? Weil das ist ja sozusagen einer der wenigen Momente gewesen, wo du deine Meinung sagen konntest. Im Schulunterricht, die Politiklehrer, wenn du dann eine Frage gestellt hast, die haben einfach nicht die Frage angenommen. Die haben deine Meldung nicht mehr akzeptiert. Und dann hast du auf einmal einen Ort, wo 6000 Menschen mit dir zusammen das singen. Ja. Und du hast uns quasi die Live-Aufnahme auch aus der Werner Seelenbinder-Halle mitgebracht. Richtig, richtig. Oh, das ist ja toll, das ist ja toll. Ein Jahr später gab es dann die Revolution, beziehungsweise ging die dann los und 1990 kamen wir dann zur Deutschen Einheit. Schöne Geschichte, könnte man sagen. Die Werner Seelenbinder-Halle, die wir jetzt gleich hören werden sogar, als Raum, die ist ja inzwischen abgerissen und es sind natürlich auch über 20 Jahre vergangen seither. Warum möchtest du diesen 1. und 2. Oktober weiterhin in besonderer Erinnerung behalten? Warum hast du uns jetzt ausgerechnet diese beiden Tage mitgebracht? Ja, weil, also für mich ist eben, ne, dieses Konzert so eine ganz besondere deutsche Einheit, wo einer, der im Westen protestiert, rüberkommt im Osten, mit denen diskutiert, die da protestiert haben. Mhm. Du siehst, die haben da Hoffnung gehabt auf so ein anderes Land, ja, die sozusagen, wo man auch bereit war, was dafür zu tun oder so. Und das kommt auf einmal dann ein Jahr später raus. Das hat sich da angedeutet. Mhm. Die Herrschenden dachten, es ist noch alles in Ordnung eigentlich so ungefähr. Und du siehst aber auch eben, das war eine Hoffnung auf ein anderes Land, auf ein, wo man politische Rechte hat, wo es Demokratie gibt. Aber auch die Proteste 89 und so, die waren ja dann, die Leute wollten ein besseres Leben haben. Die wollten nicht einfach, wir wollen ein Deutschland sein, deutsche Einheit oder so, sondern worum geht's da? Die wollten eigentlich ein besseres Leben haben und politische Rechte. Und ich finde eigentlich, dass es immer noch nicht eingelöst ist. Ne? Wir werden morgen wieder viele Politiker hören, die irgendwelche Reden halten, was alles gelungen ist. Aber eigentlich muss man sagen, dass die Hoffnungen von damals der Leute aus dem Osten eigentlich noch nicht eingelöst sind. Und die Leute im Westen, ja, also die Krankenschwester aus Stuttgart, irgendein Arbeitslose aus Dortmund, die können so einen Song eigentlich immer noch mitsingen. Total. Ja, in so einer deutsche Einheit im Protest sehe ich da so mehr drin. Also für mich ist das sowas wie eine alternative Nationalhymne vielleicht sogar. Ja. Sehr schön. Der sagte auch neben Song, sagte, wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst. Das ist unsere Zukunft, unser Land. Ja. Ja. Und jetzt hatten wir gerade diesen Reichtumsbericht der deutschen Bundesregierung wieder. Ja. Wir haben gesehen, 10% haben 60% des Besitzes. Arm und Reich gehen immer mehr auseinander. Die Mehrheit der Leute, die stagnieren so. Ja. Und wo ist da Einheit, wenn nur 10% immer reicher werden? Ja. Ja, und deswegen würde ich so einen Song eigentlich viel mehr singen mit allen in Norden, Süden, Osten, Westen, die das mitsingen wollen. Ja, dann würde ich sagen, stimmen wir uns schon mal ein. Mama, 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 Mama. Mhm. Und singen gleich mit. Eine Frage vielleicht noch. Wo kann man sich denn noch näher informieren über eben auch Musikfans in der DDR oder auch Rebellion durch Popmusik vor der Wende? Ja, also da kann man sich nochmal ein eigenes Bild ganz toll davon machen. Es gibt erstens eine DVD von diesem Konzert. Wow. Von 2005. Jetzt ist auch habe ich natürlich total vergessen. Genau der Song, der wurde aber rausgeschnitten. Nein! Ja, man hat einen Drittel weggemacht, ja, aber natürlich diesen Song, wo der Protest hörbar war, den hat man natürlich weggemacht, sonst hätten sie ja noch Verschwörung, immer andere noch mitbekommen. Ne? Also die haben es, damals wollten sie es auf keinen Fall so verbreiten. Es gibt es aber auf als Tondokument, kann man sich kaufen oder im Internet finden. Dann gibt es einen super Film, der heißt Feeling B. Der geht um die Musikfans in der DDR. In den 80er Jahren, da siehst du schon, wie bei den jungen Leuten sich eigentlich dann die Jahre danach der Protest 89 abzeichnet. Ja, sind auch und ein paar bekannte Leute dabei, die später auch noch berühmt wurden. Das war so eine Band, Feeling B und so, war ja dann später Rammstein und so. Und super coole Eindrücke dieser Film. Ja. Und dann gibt's das ein Museum in Friedrichshain, was sehr unbekannt ist, das Jugendwiderstandsmuseum. Mhm. Genauso findet man es eigentlich auch im Internet. Das ist in Friedrichshain in der Rigaer Straße, ist kostenlos, verdient unbedingt bekannt gemacht zu werden. Junge Leute machen das selber von heute und gibt Veteranen von damals. Und das ist ein super cooles Museum, wo man sich richtig schöne Eindrücke vermitteln kann, wie also Punkmusik immer so eine Sache auch zu DDR-Zeiten war, immer mit ihrem eigenen tollen Charakter. Sehr schön. Das waren vielleicht nochmal ein paar hilfreiche Tipps für diejenigen, die sich da noch weiter informieren wollen. Ansonsten kann man auch bei berlin-subversiv.de mal vorbeigehen. Das ist die Seite von Vin Windisch, der bei mir im Studio war. Dort kann man Touren für große und kleine Gruppen buchen und sich auf den Spuren des Widerstands durch die Hauptstadt bewegen, und zwar durch Ost- und Westteil, ehemalige. Genau. Vielen Dank, Vin, für deinen kurzen Besuch. Und jetzt stimmen wir uns ein. Mama, 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 Mama. Und singen die alternative Nationalhymne, die Rio Reiser in dieser Version am 2. Oktober einsang in der Werner Seelenbinder Halle in Berlin. Der Traum ist aus.